Herr Prochaska, welche Rolle spielt denn das Wiener Schnitzel heute noch in Wien? Also in Wien ist es so, dass in den Haushalten oder zu Hause eigentlich vermehrt das Schnitzel vom Schwein gegessen wird, auch in der Gastronomie. Wenn jemand heute ein Schnitzel bestellt, möchte er oft ein Schweinschnitzel. Das Original Wiener Schnitzel natürlich ist vom Kalb, hat natürlich auch den Nachteil, dass es vom Preis her weit höher ist als das Schweinschnitzel. Aber ich glaube nicht nur deswegen, dass es nicht so oft gegessen wird wie das Schweinschnitzel, sondern ich denke mir auch, dass das Schnitzel vom Schwein saftiger ist, mehr durchzogen. Kommt natürlich auf den Fleischteil drauf an. Aber an der Beliebtheitsskala würde ich sagen, essen ca. 2/3 der Wiener ein Schweinschnitzel und 1/3 das Kalbschnitzel. Wie viele Schnitzel verlassen denn die Theke jeden Tag bei Ihnen? Naja, an einem guten Tag können schon bis 1.000–1.200 Schnitzel werden. So im Schnitt würde ich sagen 600–700 Schnitzel. Ja, das Unternehmen gibt es also seit 1905, wurde gegründet vom jetzigen Urgroßvater der jetzigen Eigentümer. Das ist die vierte Generation, Hans und Thomas Fiegelmüller. Begonnen hat es mit einem kleinen Weinhaus in der Passage, ca. 70 Meter von hier. Noch gar nicht so auf Schnitzel abgestimmt, eher auf Wiener Küche. Es wurde selbst gewurstet, es gab Bratwürste, Leberwürste, Blutwürste, die wurden selbst im Keller zubereitet. Für das hat sich aber Fiegelmüller auch schon eine Bekanntheit gemacht. Es wurden an guten Tagen 20 bis 30 Kilo Brat- und Blutwürste nur über die Gasse verkauft. Und erst später, in den folgenden Jahren, ist dann der Schnitzel so langsam zum Traditionsprodukt geworden. Es ist aber schon richtig, dass das Schnitzel der große Besuchermagnet für Ihr Restaurant ist, oder? Aus heutiger Sicht würde ich sagen, kommen sicher die Mehrheit unserer Gäste wegen dem Schnitzel. Das Ganze ist natürlich verpackt in ein rundes Konzept. Wir vermitteln Wiener Gastronomie auf sehr gutem Niveau, sehr gute Qualität, gepaart mit einem sehr guten Service, das was wir auch immer wieder vorantreiben, dass wir die Qualität halten können und die Atmosphäre und natürlich auch die Tradition dieser vier Generationen, die dieses Unternehmen schon leiten, gibt den Gästen, die aus der ganzen Welt zu uns kommen, natürlich das Gefühl, hier in einem wirklich urtypisch wienerischen Lokal zu sein, und das gefällt ihnen und deswegen haben wir auch sehr gute Gästefrequenzen in unserem Betrieb. Sie sagen es gerade, es kommen Leute aus der ganzen Welt, viele Touristen wahrscheinlich. Wie gefällt es Ihnen, dass so ein Restaurant, so ein Traditionsbetrieb plötzlich zu einer Touristenattraktion wird? Ist das was Schönes oder ist das etwas, was Sie auch irgendwie stört? Sagen wir so, es ist natürlich immer erfreulich als Geschäftsführer, wenn man einen Betrieb führt, die was perfekt funktionieren und wo auch das Geschäft sehr gut geht. Ich würde aber sagen, dass es für uns auch eine Herausforderung ist, mit so vielen Touristen das Geschäft zu betreiben, weil wir müssen natürlich auch schauen, dass der Wiener zu uns kommt. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe, denn nur durch den Wiener Gast behalten wir uns die Tradition und die Philosophie der Wiener Gastronomie. Wir wollen nicht ein Lokal nur für Touristen werden, sondern wir bieten sehr viel Produkte an, sei es zum Mittag jetzt eine Mittagstischauswahl von vier verschiedenen Gerichten, die was sich wöchentlich wechselt, oder auch typisch Wiener Traditionsgerichte wie Tafelspitz, Zwiebelrostbraten und wechselnde Monatskarten, weil wir denken, dass es nur dann zu einer Wiener Traditionsgaststätte werden kann, wenn der Wiener Gast auch kommt. Nochmal zurück zum Wiener Schnitzel, das bereiten Sie jetzt hier schon seit einem Jahrhundert zu. Gab es da schon irgendwelche Entwicklungsschritte von damals bis heute, in denen man irgendwie gelernt hat, man kann das Wiener Schnitzel noch anders, noch besser zubereiten? Gab es da irgendeine Entwicklung, die man heute sehen kann? Oder wird es heute noch exakt so zubereitet wie vor 100 Jahren? Es wird sicher nicht exakt so zubereitet wie vor 100 Jahren. Schon alleine das Fett hat sich geändert, wo man früher noch viel mehr in Butterschmalz herausgebacken hat, ist man natürlich in den letzten Jahren schon auf Pflanzenöl umgestiegen, schon alleine wegen dem Ernährungsbewusstsein. Natürlich auch von den Fleischzuschnitten und von der Fleischanlieferung hat sich das ganze Konzept so verändert, dass die Anlieferung schon so kommt, dass wir relativ gut und schnell unsere Schnitzel produzieren können.
Früher sind oft wahrscheinlich die Fleischteile noch so im Ganzen gekommen und man hat dann irgendwie das Karree rausgelöst, händisch selber. Heute kommt der Fleischteil schon sauber zugeputzt von der Fleischhackerei, dass wir nur mehr die Schnitzel runterschneiden müssen und sie klopfen müssen. Und insofern hat sich dann natürlich der Ablauf ein bisschen verbessert und beschleunigt, weil sonst würden wir natürlich diese großen Mengen nicht mehr schaffen. Was wir trotzdem immer Wert legen und das auch immer halten werden, ist, dass bei uns alles per Hand produziert wird. Wir machen jeden Tag alle Salate frisch. Es kommen alle Produkte, Fleisch, auch andere Produkte wie Rindfleisch für den Zwiebelrostbraten oder die Hühnerbrüste, kommt täglich frisch angeliefert. Und das ist eine Sache, die was wir auch weiterleben werden. Genauso wie Suppeneinlagen oder Desserts wird bei uns alles frisch in der Küche produziert und wir verwenden keine Convenience-Produkte.